Hi, da bin ich wieder. Und zwar geht es heute wieder um eine Prüfungssimulation. Weil wir haben viele tolle Videos, was die Grundvoraufgaben angeht oder die Technik. Aber jeder oder viel zu viele machen sich tatsächlich Gedanken, wie funktioniert so eine Prüfung? Was erwartet mich? Meistens ist es ja so, wenn meine Erwartungen der Realität nicht entsprechen, dann kommt es zu Stress. Bah, Stress! Oh nein, der Prüfer ist da, der möchte mich durchfallen lassen. So ein Quatsch. Ich kenne keinen einzigen Prüfer, vorweg gesagt, der euch durchfallen lassen wollen würde. Ich muss euch dazu sagen, wir haben letztens nämlich einen Kommentar gehabt, oder nicht nur einen, sondern mehrere, wo die Leute auch hinschreiben, hey, der Prüfer hat mich mit Absicht durchfallen lassen. Bevor ihr denkt, dass der Prüfer euch mit Absicht durchfallen lassen hat oder euch den Führerschein nicht geben wollte oder euch falsch geprüft hat, dann sprecht mal darüber mit eurem Fahrlehrer, was er dazu sagt. Denn oft ist es ja auch so, das ist ja mein Empfinden. Ja, aber der Fahrlehrer, der hat da nochmal eine ganz andere Meinung, der neben euch sitzt, der ist ja gut ausgebildet und der weiß, was die Prüfer sehen wollen und der weiß, was der da hinten meint. Wenn der Fahrlehrer die gleiche Meinung hat wie der Prüfer, dann sollte man die vielleicht annehmen. Oder aber ihr sagt, ich vertraue meinem Fahrlehrer überhaupt nicht. Aber dann sage ich euch was, dann ist es der falsche Fahrlehrer. Definitiv. Denn Vertrauen ist das Allerwichtigste. Ganz kleiner Tipp. Bitte erwartet nicht von euren Fahrlehrern, dass die euch in der Prüfung helfen. Denn wenn man erwischt wird in der Prüfung, wenn der Fahrlehrer euch eine Kleinigkeit hilft, darf der Prüfer die Prüfung abbrechen und die Prüfung ist sofort als nicht bestanden gewertet. Also deswegen da bitte immer vorsichtig sein, verlasst euch da nicht zu viel auf die Hilfen der Fahrlehrer. Wenn das mal der Fall ist, dass der Fahrlehrer euch hilft, dann behaltet das bitte für euch, das erzählen wir niemandem. Ne? Was ich eigentlich damit sagen möchte, es gibt viele Prüfungen, wo man sagt, naja, da hätte der Prüfer anders entscheiden können. Ja, okay, hätte, aber letztendlich ein Stoppschild bedeutet an der Haltlinie anhalten und wenn keine Haltlinie da ist, an der Sichtlinie anhalten. Richtig anhalten. Das bedeutet, alle vier Reifen stehen. Und wenn ich in den Kommentaren lese, ja, ich bin mit 1-2 km/h drüber gefahren, hab da halt nicht richtig angehalten. Ihr wisst doch Bescheid, dass ihr das müsst. Deswegen bitte keine Angriffsflächen geben. Okay? Also, ich stehe jetzt vorm TÜV-Gelände und wir wollen gleich mal eine Prüfung simulieren. So, in den meisten Fällen heißt das, lieber Fahrschüler, ich bin der Prüfer so und so. Weisen Sie sich doch mal aus. So, also als erstes Ausweis dabei haben. Wenn man keinen Ausweis hat, reicht natürlich auch ein Reisepass. Andere Dokumente sind eventuell auch erlaubt, aber hey, in dem Brief von dem TÜV steht definitiv ein Ausweis bitte vorzeigen oder halt ein Reisepass halt. Ne? So, jetzt haben wir uns ausgewiesen, haben uns vorgestellt. Und bitte seid immer höflich. Geht mit der Einstellung hin, der Prüfer möchte euch bestehen lassen. Ich habe mich mit den Prüfern häufig unterhalten und wisst ihr, wenn einer mal durchfällt, dann ist es meistens so, weil er mit einer falschen Einstellung hingegangen ist. Also es wird heutzutage wird ja kein Fahrschüler oder kaum ein Fahrschüler vorgestellt, ich möchte nicht sagen komplett keiner, aber 99% aller Fahrschüler, die vorgestellt werden, die können das auch. Wenn einer mal durchfällt, dann meistens wegen so einem Schusselfehler oder wegen der Aufregung oder weil er mit der falschen Einstellung dahingegangen ist. Deswegen, also, wenn ihr den Prüfer kennengelernt habt, geht mit einer positiven Einstellung dahin und zieht euch normal an. Also zieht euch bitte da jetzt nicht unbedingt mit Baggy-Style, weißt du, da kamen die ganzen mit Cap, Baggies und Goldkettchen hier. Ey, lasst das! Vernünftig anziehen, lasst eure Rolex von mir aus zu Hause und Spaß. Also wichtig ist einfach nur, dass man ein vernünftiges Auftreten hat. Das ist schon mal viel wert. Denn der Prüfer, der hat ja auch einen Eindruck von euch. Und der erste Eindruck ist sowas von wichtig. Denkt dran, die Leute, die eine Brille tragen, also dann bitte auch die Brille mitnehmen zur Prüfung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass die Prüfungsgebühr bezahlt ist. Ja, wenn ihr das nicht 2 Wochen vorher gemacht habt, dann bitte immer einen Überweisungsbeleg mitnehmen. Und dann geht es ja auch mit der Technik weiter. Und dann stellt euch der Prüfer eine Frage. Sagen wir mal, er sagt, naja, okay, so ein Auto hat ja Flüssigkeiten. Wo finde ich die? Ja, unter der Motorhaube. Und es wäre schon cool, wenn ihr als Fahrschüler eine Motorhaube aufmachen könnt. Natürlich musste das der Fahrlehrer euch zeigen. Hat er sicherlich auch gemacht. Deswegen einmal Motorhaube auf, dann zeigt man alle Flüssigkeiten und dann ist es in der Regel schon erledigt. Dann heißt es gut, Motorhaube zu und fertig. Was genau in der Technik abgefragt werden kann, hey, da haben wir auch ein tolles Video in der YouTube-Bibliothek. Und wenn dir das Video gefällt, hinterlass ein Like und damit du auch nichts mehr verpasst, hinterlass auch gerne ein
Abo da. Nach der Technik setzt sich der Prüfer meistens rein. Er kann natürlich auch andere Fragen stellen, drinnen Fragen stellen. Das heißt, bei so einem guten Wetter fragt er meistens über die Reifen oder was unter der Motorhaube ist oder mal über die Beleuchtung. Wenn es regnet, fragen die meistens sowas wie etwas über die Bremse oder halt irgendwas von hier drin. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Heutzutage ist es ja so, seit letztem Jahr, 1. Juli bin ich der Meinung, ist es ja so, dass der Fahrschüler nicht nur die Technik beantworten muss, nicht nur fahren muss, sondern er muss auch irgendeinen Assistenten benutzen. Also das ist jetzt vorgeschrieben, das ist safe. Die ganzen Assistenten sollte man natürlich vorher kennen. Und wir wählen heute mal den ACC, das ist der häufigste Assistent, der verlangt wird. Das ACC, das ist der Tempomat mit Abstandsregler. Richtig geile Sache. Woher der Prüfer das weiß, was das Auto hat, da gibt es immer einen Zettel, den der Fahrlehrer von euch schon ausgefüllt hat vorher. Und der Prüfer hat ihn auch schon vorher gesehen. Na, also wundert euch da nicht, woher der Prüfer da weiß, welche Assistenten das Auto hat. Okay, gut. Dann heißt es vom Prüfer nochmal, so, lieber Fahrschüler, bevor es losgeht, wir fahren grundsätzlich immer geradeaus, es sei denn, Verkehrszeichen verbieten uns die Weiterfahrt oder schreiben uns eine andere Fahrtrichtung vor. Und in den meisten Fällen heißt es immer noch, ja, lieber Fahrlehrer, einmal piepst du Anlage, so einmal durchchecken, dass die auch scharf geschaltet ist. Und dann heißt es auch schon wieder losgehen. Also deswegen erschreckt euch nicht, wenn da so ein Tonsignal kommt, so ein kurzer Piepser. Und denkt bitte auch in der Prüfung, ist mir das auch schon mal passiert, bin ich da mit dem Fuß mal gegengekommen, aus Versehen. Oder aber, wenn der Fahrschüler mal die Bremse betätigt hat, ist mir das auch schon mal passiert, ist, dass mein Alarm einfach losging. Deswegen bitte erschreckt euch nicht, das klären wir mit dem Prüfer. Und dann der Prüfer weiß in der Regel, ne, ob das der Fahrlehrer war oder nicht. Ne? Aber in der Regel funktioniert die Anlage einwandfrei. Aber solche Ausnahmen können mal passieren. Falls ihr euch nicht alles eingestellt habt, tut mir einen Gefallen. Nehmt euch die Zeit, stellt euch alles ein. Also der Prüfer sagt auch, hey, wenn Sie alles eingestellt haben, dann kann es auch schon wieder losgehen. Denkt dran, gerade beim Losfahren, guckt nochmal um euch. Nicht, dass da irgendwelche Kinder neben euch sind, irgendwelche Fußgänger. Denn dann, bevor wir losfahren, müssen wir von Fußgängern innerhalb geschlossener Ortschaft so oder so 2 Meter haben. Und hinter uns sind jetzt Autos. Wir haben auf der linken Seite jetzt das TÜV-Gelände. So, Spiegel, Schulterblick und dann geht es auch schon los. So, wir befinden uns hier gleich in einer 50er-Zone. Also wir sind innerhalb geschlossener Ortschaft. Hier wird nichts gezeigt. Und jeder, der die Stelle hier abfährt, jeder, der sich fragt, soll ich hier Blinker setzen oder nicht? Hey, wenn man sich die Frage stellt, soll ich hier blinken oder nicht? Dann blinken! Klar, man soll ja deutlich fahren. Okay, dann heißt es meistens, jo, wir wollen bitte an der dritten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen. So, Kreisverkehr immer rechts rum, Fußgänger vorher gucken, keine da. Wir haben hier nämlich einen Zebrastreifen. So, im Kreisverkehr auch keiner da. Erste, zweite und mit Blinker raus. Wenn man rausfährt, dann bitte auch nochmal Schulterblick machen wegen den ganzen Fußgängern, weil die müssen wir schon durchlassen, auch die Radfahrer natürlich. Gut, und dann heißt das an dieser Stelle, wir wollen rechts abbiegen. Okay. Eine super gemeine Stelle, vor allem jetzt ist ein Auto vor uns. Ah, Mann, wir haben hier einen Blechschildpfeil, aber wir haben eine grüne Ampel, also leuchtet jetzt grün. Dann können wir einfach durchfahren, aber ansonsten denkt bitte dran, wenn ihr hinter einem Auto anhaltet, an der roten Ampel, und da ist ein Blechschildpfeil, und dann seid ihr zum Stehen gekommen, und dann fahrt ihr weiter. Oder dann fährt er vorher weg. Dann bitte an der Haltlinie nochmal anhalten. Ey, mir geht immer das Herz in die Hose, ehrlich, mir rutscht das in die Hose. So, wir wollen dann Richtung Autobahn weiter, heißt das. Und dann sieht man, auf die Autobahn geht es nach links. Dann auch hier, wenn man den Blinker gesetzt hat, dann spätestens dann in die Spiegel schauen. Eigentlich vorher schon. So, und wir haben da ein Verkehrszeichen, so ein blaues. Autobahn, dann nochmal Schulterblick. Kein Radfahrer, Fußgänger da und los geht's. Wir haben auf der rechten Seite jetzt die Ortsausgangstafel gehabt. Also Ortsausgangstafel bedeutet für uns, außerhalb geschlossener Ortschaft, wir dürfen 100 km/h fahren. Aber hier kommen wir auf einen Beschleunigungsstreifen. Jetzt machen wir was ganz, ganz Schwieriges. Wir wollen nämlich links auf die Autobahn. Boah, Richtung Kassel. Und da ist so viel los.
immer wieder Spiegel schauen, Schulterblick rüber, nochmal Schulterblick rüber. Für jeden Fahrstreifen einen eigenen Schulterblick und ich habe das jetzt mit 40 km/h gemacht. Pass auf, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr hier nicht rüberkommt, fahrt einfach geradeaus weiter. Das dürft ihr machen, falls man nicht rüberkommt. Weil ihr habt gesehen, da war super viel Verkehr gerade und da kommt man nicht sofort rüber. Also ist echt keine einfache Stelle hier. So, dann nochmal Schulterblick und rüber. So, wir kommen auf die Autobahn. Wir haben so ein blaues Verkehrszeichen Autobahn und da gibt es ja ein kleines Video von mir, wo ich dann sage, hey, mit 40, so eine Auf- und Abfahrt meistens, mit 40 im dritten Gang, denn wir kommen gleich auf einen Beschleunigungsstreifen, da werden wir richtig beschleunigen müssen. So, kurz bevor der Rasen endet, auf der linken Seite setzen wir den Blinker nach links. Also auf jeden Fall vor der durchgezogenen Linie noch. So, jetzt gucken wir in den Spiegel, sieht geil aus. Geben Vollgas bis 80 im dritten. Wenn wir es schaffen, auf dem Beschleunigungsstreifen vierten zu schalten, ist cool. Und im letzten Drittel, wenn alles frei ist, wechseln wir rüber. Ja, auf die Frage. Ich habe ja ein kleines Video gemacht, so von wegen, wenn man nicht auf die Autobahn kommt, was macht man dann? Hey, am Ende vom Beschleunigungsstreifen anhalten. Aber gut, da mache ich noch ein Video. Für die Autobahn müssen wir auf jeden Fall noch ein Video machen. Gut, so. Wenn nichts steht, dann dürfen wir auf der Autobahn Richtgeschwindigkeit fahren, 130 km/h. Denkt bitte auf der Autobahn immer wieder in die Spiegel zu schauen und vor allem haltet grundsätzlich den Sicherheitsabstand ein vom halben Tacho. Also, von ihr fahrt, wenn ihr 120 fahrt, die Hälfte davon sind 60 Meter. Und von einem Leitpfosten bis zum nächsten habt ihr immer so 50 Meter Abstand. Außer an Kurven oder an Brücken. Das ist jetzt die Ausnahme. So. Und alles, was langsamer ist, müsst ihr überholen. Also nicht warten, bis der Prüfer euch da auffordert. Der fordert euch nicht auf. Okay, wir schauen in den Spiegel. Linker Spiegel, Blinker nach links. Nochmal Spiegel, Schulterblick rüber. Und überholen mal die ganze Kolonne hier. Ah, jetzt schert einer aus. Typisch Prüfungssituation, ich sag's euch ehrlich. In der Prüfung machen die immer sowas. Immer, grundsätzlich. Aber auch wenn wir überholen, müssen wir den Sicherheitsabstand einhalten. Nur als Tipp bitte. So, der ist weg. Jetzt können wir wieder Gas geben. Übrigens, darf ich auch schneller fahren als Richtgeschwindigkeit? Klar darf ich das. Aber denkt bitte daran, auch wenn ich keine Schuld habe und es kommt zu einem Unfall, dann bekomme ich trotzdem eine Teilschuld. So, jetzt haben wir den überholt und jetzt heißt es, an der nächsten Ausfahrt wollen wir die Autobahn verlassen. So, das Kennzeichen im Innenspiegel, nochmal Schulterblick rüber. Gut, also wir wollen hier Richtung Salzgitter-Lichtenberg. Jeder, der Salzgitter kennt, oh, Lichtenberg ist eine schöne Gegend, ehrlich. Eigentlich wollte ich da auch in mein Haus, aber jetzt sind wir doch woanders. So, okay, ab 300 Meter, zack, Blinker nach rechts, schauen immer wieder in die Spiegel. Immer wieder. So, nehmen Fuß vom Gas, Spiegel, Schulterblick, rüber. Das ist so eine ganz langgezogene Ausfahrt. Hier ist es okay, dass man hier mit 100 rüberfährt. Immer so zwischen 80 und 100 km/h fährt man in der Regel so rüber. Und bremst dann je nach Ausfahrt, meistens bis 40 ab. Also an dieser Ausfahrt reicht das vollkommen, wenn man nur bis 60 abbremst. Und ja, das war's. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe mich links eingeordnet. Wir wollen nämlich links weiter. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gequatscht. In der Prüfung sollt ihr bitte nicht so viel quatschen wie ich, okay? Das ist ein Erklärvideo. Nicht, dass ihr sagt, aber der Tom, der bei der Fahrschulakademie, der hat das da genauso gemacht. Ne? Dann rufen die Prüfer mich mit Sicherheit an. Gut, auch Radfahrer müssen hier durchgelassen werden, selbstverständlich. Also wir haben ja alles, was hinter dem Vorfahrt zu gewähren kommt, müssen wir durchlassen. Gut, links, rechts kommt keiner. Dann dürfen wir hier abbiegen. Boah. Dann fahren wir mal Richtung Lichtenberg weiter. So, wir sind immer noch außerhalb geschlossener Ortschaft. Aber stand eine 50, dann fahren wir erstmal nur 50. Wobei diese 50 zusammen mit so einem Gefahrenzeichen stand. Die gilt nur für diese Ampel. Bis zu dieser Ampel. Rein theoretisch nach dieser Kreuzung hier dürfte ich 100 fahren. Aber da vorne kommt ja schon eine Ortseingangstafel. Und ich darf hier normalerweise 50 fahren. Aber schaut mal, ich fahre hier nur 40, weil die vor mir fahren etwas langsamer. Tut uns bitte einen Gefallen. Tut mir persönlich ebenfalls einen Gefallen. Haltet Sicherheitsabstand ein.
Und zwar innerhalb geschlossener Ortschaft, wenn ich durch das Auto, was vor mir fährt, durchgucken kann, also drunter, drüber, keine Ahnung, dann darf ich 15 Meter haben. Also in der Regel bringen wir das immer so bei, innerhalb geschlossener Ortschaft, 3 Pkw-Längen. Ja? Auch wenn ihr nur 40 fahrt, haltet diese 3 Pkw-Längen ein. Okay, und nicht auffahren und die Leute zwingen euch Platz zu machen. Sowas machen wir nicht. Nein, sowas machen wir nicht. Auf keinen Fall. So, wenn man sich unsicher ist, ey, bin ich jetzt innerhalb oder außerhalb? Schaut mal auf das Vorfahrtsstraßenschild. Das steht jetzt vor der Kreuzung. Wenn es vor der Kreuzung steht, dann seid ihr innerhalb geschlossener Ortschaft. Steht das hinter der Kreuzung, seid ihr außerhalb. Boah, voll gut, ja? Also, wenn euch das Video gefällt, denkt dran, hinterlasst immer ein Like. Und wenn ihr Fragen habt zwischendurch, hey, kommentiert das Ganze. Ich beantworte sehr, sehr gerne eure Fragen. So, jetzt wollen wir mal rechts abbiegen. Ah, jedes Mal, wenn die Fahrschüler hier reinfahren mussten, meine Fahrschüler, die haben sich immer aufgeregt. Und Tom, muss das sein? Ja, muss. Gut, und wir haben eine 30er-Zone, aber hier in diesem Fall schalte ich in den ersten. Es geht, das sieht man in der Kamera hoffentlich, aber spüren kann man das in der Kamera nicht. Es geht darum, es geht hier richtig steil bergauf und wir haben hier rechts vor links. Und bei rechts vor links muss ich ja bremsbereit sein. Bremsbereit heißt, rechten Fuß über die Bremse, linken über die Kupplung. Und ja, nach rechts beobachten. Und deswegen da im ersten Gang. Also jeder, der die Stelle kennt hier bei uns, ist das Gitter, wenn es so steil bergauf geht und man hat da eine rechts vor links Stelle, ruhig in den ersten schalten. Fuß von der Kupplung, also Kupplung loslassen und dann mit rechten Fuß über die Bremse, linken über die Kupplung, so bremsbereit sein. Gut, okay. Jetzt fährt man hier als Fahrschüler weiter und denkt sich, what the f***? Oh, habe ich nicht gesagt, das darf man nicht sagen. Verbot der Einfahrt. Verbot der Einfahrt, warte mal, ich fahre mal ein bisschen näher, um das euch zu zeigen, dass es hier wirklich steht. Ja, wir haben hier so rund und rot. Einfach Verbot. So, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen nach hinten. So, das ist so die Ausgangsposition, wie man dann in der Prüfung auch steht. Und wenn ihr nach hinten fahrt, ihr dürft das tun in der Prüfung, aber bitte schaut immer mit dem Kopf nach hinten, auch wenn ihr eine Kamera habt. Das sollt ihr bitte mit dem Kopf machen. Gut, mit den Augen. So, okay. Jetzt müsst ihr natürlich selbstständig umkehren. Der Prüfer hat uns ja von Anfang an gesagt, wenn die Verkehrszeichen uns die Weiterfahrt verbieten, schlagen wir eine andere Fahrtrichtung vor. So, nach links geht das auch nicht, also kehren wir um. Dann haben wir schon die erste Grundaufgabe. Denkt dran, Blinker. So, Spiegel beobachten, keiner da. Keine Autos. Dann fahren wir hier mal so ein bisschen drauf. Und fahren jetzt rückwärts. Haltet euch dabei auch schön rechts jetzt. Wir haben ja das Rechtsfahrgebot, nicht, dass ihr da im Gegenverkehr landet. Das möchte ich nicht, bitte. Gut. Dann wieder mit Blinker nach links, zack, und wir sind fertig. So, wir haben die erste Grundaufgabe. Voll gut. Ich habe in den zweiten Gang geschaltet, aber hier geht es so steil bergab. Das ist wirklich mit einer der schlimmsten Ecken. Ich hoffe, ich habe den neuen Prüfern jetzt nicht noch eine Ecke gezeigt, wo sie hinfahren sollen, dürfen. Liebe Prüfer, seid nicht immer so gemein. Ist wirklich eine gemeine Ecke. Schaut mal, das ist ein Parkplatz. Ja, wenn man das aber nicht direkt erkennt, ist das ein Parkplatz oder eine Einmündung, also eine Straße. Hey, dann guckt ihr da rechts vor links, ne? Besser so. Gut, und ich bremse hier immer wieder bis 20 ab. Okay, so, und wir wollen links abbiegen. Schaut mal, wir haben ein Stoppschild. Und die Haltlinie kann man. Oh nein. Kamera ist zu heiß. Okay, wir haben keinen Spiegel mehr. Egal, wir fahren mal die Prüfung ohne Seitenspiegel weiter. So, wir haben an der Haltlinie angehalten. Keiner da. Dann fahren wir weiter. Ist immer blöd, wenn man so eine Prüfung simulieren möchte und dann ist das so, dass die Kameras zu heiß werden. Das ist so ein typisches GoPro-Problem. So, okay, oft werde ich gefragt wegen den Hindernissen, wie blinke ich? Also, nach links blinken ist klar, das ist super wichtig. Jetzt, wenn ich an den ganzen Hindernissen vorbei bin, dann muss ich den Blinker nach rechts setzen und wieder rechts einordnen.
Aber manchmal ist es so, bevor ich mich nach rechts einordne, dann habe ich dort eine Einmündung oder so. Also gleich nach dem Hindernis habe ich eine Einmündung. Dann dürft ihr das auch ohne Blinker machen. Wäre sogar besser, ohne Blinker zu machen, weil der von rechts kommt, zum Beispiel auch von der Nebenstraße, möchte dann in den fließenden Verkehr praktisch und denkt, ha, der Tom, der möchte da rechts abbiegen. Und in dem Moment fährt er raus und ihr fahrt geradeaus und dann hat man ein Problem. Damit euch das nicht passiert, denkt dran, wer an den Hindernissen vorbeifährt und wieder sich rechts einordnen möchte, achtet darauf, dass nach den Hindernissen keine Einmündung ist. Denn wenn da einer ist, blinke ich nicht, ist da keine Einmündung, Spiegel, Blinker, alles, was dazugehört. So, wir sind innerhalb geschlossener Ortschaft. Oh, mir ist aufgefallen, ich bin kurzzeitig 52 gefahren. Nicht gleich denken in der Prüfung, oh nein, ich bin durchgefallen. Quatsch. Wenn das nur kurz passiert, leicht abbremsen, alles ist gut, keiner wird euch da einen Strick draus ziehen. Na, liebe Prüfer, ist doch Toleranz. Oh Mann. So. Okay, wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben natürlich vergessen, den ACC zu benutzen. Deswegen dürfen wir nochmal auf die Autobahn. Genau das sagt auch der Prüfer hier. Also er darf auch zweimal auf die Autobahn drauf fahren. So ist das nun mal. So, auch bevor man auf die Autobahn drauf fährt, denkt dran, abbiegen ganz normal mit Spiegel, Schulterblick, mit allem, was dazugehört. So, ich habe euch erzählt, ab dem Autobahnschild 40 km/h. Jetzt kann man hier aber erkennen, super lang gezogen, super übersichtlich. Hier darf ich sogar bis 60 Gas geben, in Ruhe in den vierten schalten, in Ruhe den Verkehr beobachten, sieht gut aus. Schulterblick rüber. Und wir dürfen wieder 120 km/h fahren. 120 sage ich schon, war ja gerade aufgehoben. Ich meine 130 km/h. So. An der nächsten Ausfahrt wollen wir dann die Autobahn verlassen. Aber bevor... Nee, Quatsch, wir wollten ja den ACC benutzen. So. In der Regel ist es halt so, der muss ja vorher an sein. Das sollte euch der Fahrlehrer zeigen. Jetzt habe ich hier auf RES gedrückt. Ihr könnt auch auf Set drücken beim ersten Mal. Das ist nicht schlimm. So, und dann stellen wir die Geschwindigkeit hier mit dem Plus und Minus ein. Ich möchte 130 fahren. Das Geile an dem System ist, der hält jetzt selber Abstand. Der fährt keine 130, obwohl ich das eingestellt habe. Jetzt in dem Moment, wenn ich es kurz angemacht habe, dann darf ich sagen, so lieber Prüfer, ACC ist an. Dann macht er sein Häkchen. Das war's ab jetzt. Muss ich es nicht mehr machen. Also, es hat... jetzt bremst das Auto auch noch selber. Wie geil ist das denn? Ne? Also, wichtig ist, macht euch da nicht verrückt. Also, ihr müsst da nicht den ACC 10 Sekunden lang benutzen. So ein Blödsinn, wenn ich das höre. Ne? Also, ACC kurz ansagen, der ACC ist an. Prüfer guckt drüber, sagt, jo, alles klar, fertig. ACC dürft ihr ab jetzt ausmachen. Entweder hier über das Lenkrad oder wenn ihr die Bremse einmal angetippt habt, dann ist es eh aus. So, wir haben es jetzt ausgemacht. Wir wollen nämlich an der nächsten Ausfahrt die Autobahn verlassen. Bam, 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 bam. Ich muss heute noch unterrichten, Mensch. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Wir haben hier eine Ausfahrt, die endet mit einer Betonmauer, weil ich habe in den Kommentaren mal gelesen, man muss auf dem Standstreifen weiterfahren, wenn man nicht auf die Autobahn fährt. Nein! Man darf es nicht tun. Es ist also, dafür gibt es tatsächlich Bußgeld. Aber tatsächlich, ich muss auch dazu sagen, es wird in manchen Prüfungen sogar geduldet, dass man auf dem Standstreifen drüber gefahren ist, weil es da tatsächlich einfach manchmal nicht anders funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Aber ansonsten, denkt bitte dran, dafür gibt es Bußgelder. Also ich erzähle euch hier etwas. Wovon ich echt Ahnung habe. So wollte ich das sagen. Sollte jetzt nicht arrogant klingen, echt. Wirklich. Gut, wir wollen dann am Ende rechts abbiegen. Ihr merkt, wir sind viel außerhalb geschlossener Ortschaft. Ey, passiert häufig. So, wir sind von der Autobahn runter. Hier ist das auch ganz normales Abbiegen. Und dann denken wir, oh cool, wir haben hier einen Beschleunigungsstreifen. Wie geil ist das denn? Setzen den Blinker nach links und beobachten den linken Spiegel. Da ist einer.
So, jetzt hat er Platz gemacht. Jetzt kann ich am Ende wieder nicht anhalten. Und denk dran, hier, Beschleunigungsstreifen endet mit einer Leitplanke. Also wer hier noch versucht, auf dem Standstreifen weiterzufahren, wird ein kleines Problem geben. Das machen wir bitte nicht. Gut, so, wir dürfen 100 km/h fahren. Und schaut mal, wir haben so eine coole Situation jetzt. Wir haben auf der linken Seite ein Fahrzeug, der fährt keine 100. Aber wir dürfen den von rechts nicht überholen. Wir sind außerhalb geschlossener Ortschaft. Absolut Todsünde, ja. Super, der ist jetzt weg. Jetzt dürfen wir wieder Gas geben bis 100 km/h. Apropos Geschwindigkeit. Ich habe euch letztens ein Video mal gemacht. Da ging es um Geschwindigkeiten. Und da ging es darum, wenn ich auf einer Kraftfahrstraße bin oder also wie schnell darf ich dann fahren? Also auf Kraftfahrstraßen grundsätzlich erstmal nur 100 km/h. Aber wenn ich zwei Fahrstreifen, also mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtung, in jede Richtung habe praktisch, ja, und eine bauliche Trennung, so wie hier, dann dürfte ich auf einer Kraftfahrstraße 130 fahren. Dies ist aber keine Kraftfahrstraße. Erstens. Zweitens steht da sowieso nur 100, ne? Nochmal für die Leute, die denken, ich darf auf allen Straßen mit zwei Fahrstreifen in jede Richtung und bauliche Trennung 130 fahren. Es ist nicht so, es muss auch eine Kraftfahrstraße sein. Wirklich. Ehrlich jetzt, das ist so. So, jetzt ist die nächste Kamera auch noch ausgefallen. Das gibt's doch gar nicht. Vicky, du hast jetzt nur noch eine Kamera. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir müssen hier eh abfahren. Dann ist das so mit unseren letzten zwei Kameras. Und biegen am Ende links ab. So, ordnen uns natürlich dazu so weit wie möglich links ein. Und wir haben auch wieder Vorfahrt zu gewähren. Müssen alle durchlassen. Radfahrer, Fußgänger, Autos, Trecker, alles, was hier so unterwegs ist. Und tja, wir sind immer noch außerhalb geschlossener Ortschaft. Oh, jetzt haben wir Dreck auf der Fahrbahn. Richtig cooles Beispiel. So, jetzt haben wir Dreck auf der Fahrbahn. Das heißt, wir müssen jetzt keine vollen 100 fahren. Dürften auch 60, 80 fahren, je nachdem. Jetzt ist der Dreck wieder vorbei, jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen Gas geben. So, gefährliche Kurve auch hier wieder. Denkt dran, werdet einfach ein wenig langsamer. So. Ich hoffe, Vicky, du schaffst das jetzt mit der einen Kamera noch ein bisschen zu arbeiten, denn die Prüfung würde ich ganz, ganz gerne zu Ende fahren. Wir machen mal hier eine kleine Pause und dann fahren wir die Prüfung gleich weiter. So, dann geht es jetzt weiter mit der Prüfung. Die Kameras sind gerade ein bisschen zu heiß geworden. Ich werde die Prüfung nicht ganz durchziehen, keine 45 Minuten Strecke, also keine halbe Stunde. Wir werden die ein bisschen verkürzen, einfach den Kameras geschuldet. Aber ich werde Folgendes tun. Ich werde viele Videos machen mit vielen Abschnitten, wo man in der Prüfung fahren könnte. So, jetzt haben wir da vorne wieder einen Bahnübergang. Ey, und wir haben hier keine Schranken, nichtsdestotrotz. Hier an dieser Stelle habe ich immer gesagt, bremst bis 40 ab, schaut bitte nach links, schaut nach rechts, da ist keiner, dann geben wir erst wieder Gas, weil das kann man hier so schlecht einsehen, das kann man hier nicht mit 100 oder mit 70 machen. So, jetzt war da eine 70 und da kommt wieder eine 50. So, dann fahren wir mal 50 km/h, halten uns schön rechts, beobachten immer wieder die Spiegel. Und das war's. So. Heutzutage wird in der Prüfung übrigens viel mehr abverlangt, als es noch vor 20 Jahren so war. Alleine wenn man die theoretische Prüfung sieht, ne? Da hat sich so viel getan. Da muss man wirklich so viel machen. Also tut mir bitte einen. Ich habe echt. Moment. So. Für mich ist echt eine Sache sehr, sehr, sehr wichtig. Es gibt immer wieder Tipps von anderen Leuten, die keine Fahrlehrer sind, die nichts damit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, von diesen Leuten einfach diese Tipps anzunehmen. Sicherlich, aber bitte nicht alle. Also die Leute, die jetzt wirklich Tipps geben, bitte tut mir einen Gefallen. Fragt nach, ob das immer noch so ist. Echt jetzt. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan.
in der Straßenverkehrsordnung. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden. Wir freuen uns. So, bam, 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 bam. Und wir sind abgebogen, stand keine Geschwindigkeit. Wir sind außerhalb geschlossener Ortschaft, also 100. Jetzt haben wir natürlich eine scharfe Kurve, also Doppelkurve, zunächst links. Ich glaube, zunächst links stand da, ne? Ja, dann rechts. Da darf man natürlich auch langsamer fahren, da muss man natürlich keine 100 fahren. Je nach Situation, also ich habe dann immer gesagt, wenn ihr ein Gefahrenzeichen habt, also auf jeden Fall bis 70 erstmal abbremsen. Wenn man das natürlich super einsehen kann, dass die Kurve ja gar nicht so schlimm ist, dann darf man auch mal teilweise nur bis 80 oder bis 90 abbremsen, je nach Situation. Okay. Und nimmt das mit den Verkehrszeichen nicht so locker. Also wenn wir Geschwindigkeitsbeschränkungen haben, dann muss man ab dem Verkehrszeichen, zum Beispiel jetzt darf ich hier 70 fahren. Ja, wenn da vorne eine 50 käme, dann müsste ich ab da vorne, ab dem Verkehrszeichen schon auf die 50 fahren. Da muss ich auch vorher schon langsamer werden. Ja? So, jetzt haben wir, gilt aber für uns immer noch die 70, boah, voll gemein. Ich habe gerade einen Schulterblick nach links gemacht, einfach deswegen, weil ich muss mich hier so ein bisschen links einordnen. Denn der linke Fahrstreifen geht hier geradeaus, der rechte geht nur nach rechts. Falls du dich hier falsch eingeordnet hast und denkst, oh nein, aber der Prüfer möchte immer geradeaus. Hey, dann biegst du rechts ab, weil du dich falsch eingeordnet hast. Das ist doch nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, von einem Rechtsabbieger geradeaus zu fahren. Dafür fällt man durch. Wenn man aber bei einem Rechtsabbieger, wenn der Prüfer sagt, ich will aber geradeaus. Wenn ich da aber rechts abbiege, dann ist es so. Oh, vor mir ein Radfahrer. Ha, wir sind außerhalb geschlossener Ortschaft. Und das ist so die schlimmste Situation, die wir in der Prüfung immer wieder hatten. Ich habe immer gehofft, bremst, bitte, bremst, bremst, bitte. Also, wenn wir den nicht überholen können, so wie jetzt, bleiben wir dahinter. Jetzt haben wir keinen Gegenverkehr. Spiegel, Schulterblick rüber. Schön mit Sicherheitsabstand, mit Seitenabstand. Geben Gas. Spiegel, Schulterblick rüber. Okay, also, riskiert bitte nicht irgendwie, ich quetsche mich da nochmal durch. Nein, das machen wir nicht. Wir müssen 2 Meter Seitenabstand haben außerhalb geschlossener Ortschaft. Und wenn wir diese nicht einhalten können, bleiben wir dahinter. Ganz einfach. Auch nicht rüberfliegen. Nein, machen wir nicht. Nein. So, jetzt haben wir die Ortseingangstafel. Jetzt bremsen wir wieder mal ab. Und schaut mal, vor der Ortseingangstafel. So, jetzt beginnt ihr. Ich bin schon bei 50. So müsst ihr das bitte in der Prüfung ebenfalls machen. So, jetzt haben wir da vorne Hindernisse. Wir können hier von hier schon sehen. Also schon mal Innenspiegel, linker Spiegel. Blinker nach links. Schulterblick. Linke aus. So, solange kein Gegenverkehr kommt hier, ist alles gut. Vor allem hier haben wir so eine breite Straße, hier kommt auch der Gegenverkehr durch. Wenn ich mir unsicher bin, dann nehme ich hier so eine kleine Lücke, warte kurz und blinke nach links und fahre wieder weiter. Also macht euch das Leben selber nicht zu schwer. Ja, wenn ich mir unsicher bin, ob ich da durchpasse oder nicht, ey, rein in die Lücke, lasst den Gegenverkehr durch und dann fahrt ihr später weiter. Macht es euch so einfach wie möglich. Okay, wir wollen hier links abbiegen. Das ist hier so eine versetzte Kreuzung. Ja, so ein bisschen komisch, ne? Aber gut, egal. Als Linksabbieger muss man ja grundsätzlich den Gegenverkehr durchlassen. Und diese Kreuzung ist eine besondere bei uns in Salzgitter. Wenn ich hier gleich grün bekomme, dann hat der Gegenverkehr rot. Und der Querverkehr auch. Das ist aber wirklich, ich finde, wisst ihr, es gibt immer so Besonderheiten in jeder Stadt und das ist halt unsere Besonderheit. Aber ihr habt sicherlich auch eine Ampel bei euch in der Stadt, wo, wenn ihr grün bekommt, hat der Gegenverkehr rot. Gibt es ganz, ganz häufig, ohne dass es eine Grünampel, also Grünpfeilampel ist. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich hoffe, es war bisher alles verständlich. Und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Angst nehmen. Eine Prüfung ist wirklich nichts Schlimmes. Ich weiß, ich kann das so gut sagen, ich kann mich an meine erste Prüfung erinnern. Übrigens, hier sind wir lang gefahren in meiner ersten Prüfung damals. So, nochmal trotzdem Schulterblick. Die Fußgänger, die stehen. Gut, wunderbar. Die haben da gar keine Ampel gehabt. Also wie gesagt, ganz, ganz blöde Kreuzung hier, aber macht euch da auch, wie gesagt, nicht zu viel Stress. So.
Ich habe heute, glaube ich, viel zu häufig so gesagt. Ich sollte es mir abgewöhnen. Also auf jeden Fall kann ich mich auch an meine erste Prüfung allgemein im Verkehr, also hier die PKW-Prüfung war das. Das war schon nicht ohne. Ich hatte richtig Angst. Ne? Vor allem die ersten beiden bei uns damals sind durchgefallen. Ich war der Letzte. So, der Dritte hat bestanden. Wir haben heute noch Kontakt, also wir kennen uns heute noch. Also eine Prüfung schweißt zusammen, ja, und ich war dann der Letzte. Aber ich muss auch zugeben, mein Prüfer war damals so ein bisschen grimmig. Später, als ich Fahrlehrer geworden bin, habe ich den richtig kennengelernt. Das ist einfach seine Art gewesen. Er ist voll der coole Typ gewesen, ehrlich jetzt. Ne? Also, aber als Jugendlicher habe ich den ganz, ganz anders wahrgenommen. Hätte mein Fahrlehrer mir damals gesagt, du, der ist cool drauf, der hat da halt so eine Art, wäre alles in Ordnung. Aber hat mich ja keiner vorgewarnt. Ne? So, an dieser Stelle fährt jeder Fahrschüler komischerweise auch genau 50. Selbst in den Übungsstunden. Wisst ihr warum? Ganz einfach, da vorne steht ein Blitzer. Das wissen die. Super Situation. Wir haben hier nämlich eine 30 mit einem Baustellenschild, also Arbeitsstelle. Also zusammen mit so einem Gefahrenzeichen. Das bedeutet, diese 30 gilt nur für diese Gefahrenstelle. Anschließend ist es automatisch aufgehoben. Das habe ich bei den Geschwindigkeiten letztes Jahr auch erzählt. Ne? So, aber für alle wird das hier nochmal zusätzlich aufgehoben, so von wegen, hey Leute, aber ab hier ist es eh aufgehoben, weil, ich habe euch ja erzählt, zusammen mit einem Gefahrenzeichen, zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt nur für diese Gefahrenstelle, danach automatisch aufgehoben. Hier wurde das aber trotzdem nochmal zusätzlich aufgestellt, finde ich voll lieb von der Stadt. Danke Stadt Salzgitter, ihr seid klasse. Nein, ehrlich jetzt, das hat sich so ein bisschen ironisch angehört, sollte es aber nicht. Ich glaube, ich habe heute zu gute Laune. Bevor ihr losfahrt, wenn die Ampel auf grün umspringt, schaut euch nochmal um, dass links und rechts neben euch keiner steht. Das ist auch immer blöd, wenn Radfahrer, Mofa-Fahrer, die dürfen an wartenden Fahrzeugen ja vorbeifahren so ein bisschen. Wenn die neben euch stehen, lasst sie erstmal wegfahren. Dann habt ihr, dann ist es sicherer. So, wir wollen mal bei uns ins alte Dorf, nennt sich die Gegend. Das ist so mitten in der Stadt, ein idyllisches Plätzchen, so richtig voll schön. Ja. Okay, wir wollen rechts abbiegen, beginnt die 30er-Zone und dann haben wir hier gleich rechts vor links. Und das ist so riesig hier, dass die meisten das gleich übersehen, weil man hat hier Hindernisse, man hat hier rechts vor links. Aber lasst euch Zeit, ich bin hier auch gerade mit 20 reingefahren oder mit 15 km/h, wozu schneller? Ja, ich musste rechts vor links gucken, oh jetzt kommt auch noch einer. So, jetzt habe ich es nicht geschafft, nach rechts zu blinken. Aber ist nicht schlimm, wenn sowas mal in der Prüfung passiert, dann ist das so. Ja. So, geradeaus dürfen wir nicht. Biegen wir rechts ab. Ihr könnt auch den Prüfer hier fragen, möchten Sie links oder rechts weiterfahren? Ihr dürft aber auch hier tatsächlich bei uns einfach rechts abbiegen. Ist einfacher, weil links muss man dann wenden und so weiter. So, wieder Hindernisse. Ey, coole Ecke, pass auf, jetzt müssen wir hier links abbiegen. Und beim Linksabbiegen ist es halt so, das ist keine Einbahnstraße. Wisst ihr, der häufigste Fehler, den man hier macht, man bleibt hier einfach links im Gegenverkehr. Macht bitte nicht so einen Blödsinn. Ich möchte, der parkt hier natürlich auch nicht so schön, das stimmt. Aber ich muss mich so ein bisschen rechts einordnen, so. Weil die Vorfahrt ist ja hier rechts vor links. Und wenn er von rechts kommt, muss er hier Platz haben, um abzubiegen. Natürlich darf er auf seine Vorfahrt verzichten, klar. Aber ich darf mich nicht einfach von vornherein da links einordnen. Das darf ich einfach nicht. Also, wir haben uns eingeordnet, rechts vor links, keiner da. Und jetzt kommt von da ein Auto. Ja, Mensch, dann fahre ich hier in diese Lücke und warte hier in dieser Lücke. So, ganz einfach. Vor allem, der war jetzt gerade so freundlich, dass er da ganz hinten gewartet hätte. Ah, war eine Sie, war klar wieder. Die Mädels, die sind viel höflicher, wa? Was meint ihr? Wer ist so der bessere Autofahrer? Die Frauen oder die Männer? Schreibt das bitte in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. So, auch hier wieder Hindernisse vorbei, rechts rüber schwenken. Und wir wollen jetzt links abbiegen. Auch hier keine Einbahnstraße. So, wir müssten uns rechts einordnen zum links abbiegen. Gucken, rechts vor links, keiner da. Schön großen Bogen und abbiegen. Sehr gut. Boah, ich lobe mich selber, wie cool ist das denn?
So. Neben dem Weißen wollen wir dann bitte einmal anhalten und rückwärts rechts einparken. Ja, lieber Prüfer, machen wir sehr gerne. Wichtig ist, bevor ich anfange zu parken, denkt bitte dran, rechtzeitig den Blinker zu setzen. So, jetzt machen wir das mal mit dem Parkassistenten. Ach, will er nicht. Ja, hat er nicht gleich erfasst. Na, dann parken wir halt ohne Parkassistent. Mussten wir wahrscheinlich vorher machen. Warte mal, ich probiere es nochmal. So. So. Nein, wir machen das ohne. Hinter uns ist nämlich ein Auto. Wie man einparkt, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr sagt, boah, das Einparken fällt mir besonders schwer. Wir haben da einige Videos zu den Grundaufgaben, wie man es macht. Vor allem denkt bitte dran, schaut mal, jetzt bin ich auch viel zu weit weg vom Bordstein. Was nicht so schlimm ist, ich darf jetzt noch einmal korrigieren. Und wenn ich noch einmal korrigieren, also wenn ich jetzt einmal korrigiere und stehe dann immer noch schlecht, Mensch, dann darf ich noch einen, dann habe ich noch einen kompletten Versuch fürs zum Parken. Und ich habe zum Parken eh zwei Versuche mit je zwei Korrekturzügen. So, jetzt stehen wir. Wir sind fertig, dann heißt das immer, okay, dann geht's weiter. Super. Immer wieder nach hinten schauen. So. Okay. Ja, und dann wollen wir. Nee, wollen wir nicht. Hier machen wir keine Gefahrenbremsung. Samstag. Die Leute schlafen noch. So, schaut mal. Hier könnte man rein theoretisch auch da reinfahren. Das ist aber ein Privathof. Da haben mich die Leute immer gefragt, ey Tom, wo fahren, wo geht's hin? Ich sag, möchtest du jemanden besuchen? Nee, also dann biegt er hier selbstständig rechts ab. Es sind manchmal so Stellen, es heißt ja auch das alte Dorf, das ist ja, schaut mal, wir haben hier noch Kopfsteinpflaster. Ja, da, man muss da nicht gleich so, ja, der Verkehr, da, das ist hier richtig scheiße gemacht. Meine Güte, ey, das ist so ein bisschen Geschichte. Ist nicht schlimm, wir machen das Beste draus, oder? So, jetzt wollen wir wieder links abbiegen. Wieder voll gemein, ne? So, auch hier wieder so einordnen, dass der Gegenverkehr genug Platz hat. Also so, dass ich dann nicht über die Mitte der Kreuzung rüberfahre. Okay, so, wir sind immer noch in der 30er-Zone und jetzt machen wir eine Gefahrenbremsung für den Prüfer da hinten. Ich warte immer auf den Befehl vom Fahrlehrer. 30 km/h, hinter uns ist keiner. Das war mein Equipment. So viel zur Ladungssicherung. So, der Fahrlehrer ist jetzt irgendwo da unten. So, Hauptsache. Jo, der nimmt immer noch auf, das ist das Wichtigste. So, jetzt passieren die häufigsten Fehler. Die Gefahrenbremsung war ja gut, aber die häufigsten Fehler, die jetzt passieren, die Leute sagen, oh geil, ich hab's gut gemacht, fahren einfach los. Alter, bevor ich losfahre, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Und dann wird erst losgefahren. Dann sind wir beruhigt. So, jetzt haben wir drei Grundaufgaben haben wir schon gemacht. Wir haben den ACC benutzt und wir wollen hier rechts abbiegen. Gucken nochmal Radfahrer, Fußgänger. Oh, von ganz weitem kommt ein Mädel mit dem mit einem Roller, aber wir schaffen es noch vorher. Rechtzeitig, sehr gut. So. Und hier biegen wir dann wieder rechts ab. Früher gab es hier einen Grünpfeil, also so ein Blechschildpfeil. Leider gibt es den nicht mehr. Hier sind auch einige Führerscheine liegen geblieben damals. Weil gerade so eine Situation, man hält an der roten Ampel an, hinter einem Fahrzeug, so das Fahrzeug fährt vor und dann denkt man sich, naja, ich habe ja schon angehalten. Nee, man muss an der Haltlinie dann nochmal anhalten. Bei einem Blechschildpfeil, also jetzt nicht in dieser Situation. Na, bitte richtig verstehen. So, wir biegen ab. Schulterblick, keiner da und fahren weiter. Das ist auch so eine ganz, ganz komische Ecke, weil die meisten müssen, man muss sich ja rechts halten, wenn man rechts abbiegt, ja. Aber in diesem Fall haben wir da eine Bushaltestelle und das, die sollte man auch gleich erkennen und deswegen hält man sich hier so ein bisschen links an der durchgezogenen Linie. Das ist so die beste Orientierung. So, wir wollen dann an der nächsten Ampel links abbiegen. Also ihr merkt schon, wir sind unterwegs zurück zum TÜV, das war's schon, also mehr kommt da auch nicht. Ich habe sie jetzt doch nicht abgespeckt, die Prüfung. So, wir wollen dann links abbiegen, wie gesagt. Okay, wir haben hier einen Linksabbieger. Und da vorne haben wir aber zwei Fahrstreifen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Da ist Platz der Städterpartnerschaft. Da ist so ein Schild. Auf dieses Schild fahrt ihr einfach drauf zu. Also zumindest hier bei uns in Salzgitter ist das so.
Wir wollen auch ein paar Stellen in Braunschweig demnächst mal abfahren, weil in Braunschweig gibt es auch super interessante Sachen, die man halt nicht sofort versteht. Also es gibt sogar die ein oder andere Stelle, da fährt der Prüfer im Leben nicht lange in Braunschweig, weil die halt so kompliziert ist, ne? Aber gut, da bin ich gespannt. So, vor allem aber hier haben wir Fußgänger. Jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht, keine Fußgänger mehr da und wir dürfen weiterfahren. Also lasst euch immer Zeit, hetzt euch nicht, aber bitte nicht zu langsam fahren in der Prüfung. Also ich sage es immer wieder, zu langsam fahren, dafür kann man durchfallen. Das ist nämlich eine Verkehrsbehinderung, das dürfen wir nicht. So, und beobachtet immer wieder die Spiegel, konzentriert euch. Weil es ist, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr durchfallen wollt, macht das bitte am Anfang. Dann haben wir weniger Arbeit, es ist alles gut. Aber kurz vor Schluss, man fiebert als Fahrlehrer so dolle mit, ehrlich jetzt, ne? Ey, kurz vor Schluss passieren auch hin und wieder mal Fehler und deswegen, damit euch das nicht passiert, konzentriert euch auch weiterhin. Weil die Fehler, die dann passieren, so jetzt wollen wir rechts abbiegen. Ach nö, jetzt wieder eine Kamera zu heiß geworden. Aber gut, ohne die Kamera können wir noch ein bisschen weiterfahren, wir sind ja auch schon gleich fertig. Also die meisten Fehler, wenn mal ein Fehler passiert, dann wirklich nur aus Schusseligkeit. Also ganz, ganz selten ist ein Fehler passiert, wo man sagt, ja, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja, eher selten. So, wir haben hier einen Rechtsabbieger. Wir haben zwei Fahrstreifen und wählen bewusst den linken in diesem Fall, weil auf der rechten Seite parkende Autos sind. Man darf sich aber auch rechts einordnen und dann mit Blinker nach links Fahrstreifenwechsel machen und so weiter. Schau mal, das ist so eine geile Stelle, wo ich ohne Blinker rüberwechsle. Einfach aus dem Grund, weil es hier auf der rechten Seite eine Einmündung gibt, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Aber ihr dürft es auch ein bisschen später machen, zum Beispiel hinter der Einmündung könnt ihr dann mit Blinker nach rechts rüberschwenken. So, jetzt überholen wir eine Mofa. Auch hier bitte immer schön mit Abstand. Die lieben Mofa-Fahrer, denkt dran, manchmal regnet es, die fahren Mofa, die Leute, ey, die werden nass und dann werden die auch noch von den Autofahrern so ein bisschen weggedrängt. Dies machen wir nicht. Also da sollte man bitte immer Nachsicht haben. Ja, Nachsicht haben, so war das. Und immer, wenn euch mal, achtet immer wieder auf den Sicherheitsabstand. Wenn euch auch auffällt, ey, ich sehe da vorne nichts, haltet einfach ein bisschen mehr Abstand, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Okay, jetzt haben wir da vorne wieder einen Bahnübergang. Auch hier wieder 40 dritte Gang. Weil man kann das hier so schlecht einsehen. Ihr dürft hier auch ruhig bis 30 abbremsen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und schaut einmal links und rechts und keiner da und dann fahren wir hier weiter. Auch wenn es hier die Schranken gibt, dann denkt dran. Andreaskreuz bedeutet, der Schienenverkehr hat Vorrang. Das ist die Bedeutung vom Andreaskreuz. Und wenn die Schranken nicht funktionieren sollten, habt ihr trotzdem die Schuld. Also immer schauen. Und wenn man sich nicht sicher ist, was im Kreisverkehr passiert, fährt er jetzt raus oder nicht, dann tut ihr mir ebenfalls einen Gefallen. Haltet an! So, wir wollten an der dritten Ausfahrt raus. Sorry, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Auch hier wieder gucken. Und auch hier wieder die gleiche Stelle, wo man denkt, ey, soll ich hier blinken oder nicht? Klar, wenn du schon überlegst, ob ich blinken soll, dann blinkst du. Klar. Ja? Man muss einfach den Blinker mit dem gesunden Menschenverstand benutzen, damit es einfach sicher ist. Denn schaut mal, jetzt zum Anhalten. Wir wollen hier anhalten, die Prüfung ist beendet. Setze ich auch ebenfalls den Blinker,
Und ihr werdet das in der STVO nicht finden, dass man zum Anhalten den Blinker benutzen soll. Aber ich hoffe, ich habe hier keine Lawine ausgelöst. Schreibt mal in den Kommentaren, wie du das findest. Also ich denke immer, zum Anhalten den Blinker setzen macht definitiv Sinn. Was denkt ihr? So, die Prüfung vorbei. Jetzt heißt es abstellen zum Parken oder parkfertig abstellen. Motor aus, Lenkradschloss rein, erste Gang, Feststellbremse. Und jetzt heißt es so, bitte aussteigen und bitte einfach abschnallen. Nicht gleich denken, dass man durchgefallen ist, sondern mit der rechten Hand an die Tür fassen, in den Spiegel gucken, nach hinten gucken und dann erst die Tür öffnen und dann heißt es, bleiben Sie mal drin, es ist ja in Ordnung, haben Sie super toll gemacht, Sie haben bestanden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, schreibt es uns in den Kommentaren. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Abschnitte filmen, so ein paar Schwerpunkte in Salzgitter zum Beispiel auch, aber diese beziehen sich auf jede Stadt, so ziemlich jede Stadt. Wenn es euch gefallen hat, damit ihr keine Videos mehr verpasst, denkt dran, abonniert unseren Kanal und wir freuen uns. Jedes Mal, wenn wir hinschauen und sagen, wir haben noch ein Abo dazu bekommen, gibt es bei uns fast eine Party. Bis zum nächsten Mal, euer Tom von der Fahrschulakademie.